Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play The Long Dark Survival auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer mit euren Wacko LP Staffel 5. Wir machen weiter, Freunde. Und zwar sind wir immer noch hier in der Gebirgsstadt. Wir sind jetzt irgendwo hier unten. Werden, denke ich, jetzt zu dem Gebäude zurücklaufen und dort die Nacht verbringen. Da wir hier dann eigentlich soweit fertig sind. Oder wir verbringen die Nacht in der Höhle. Wir könnten auch die Höhle hier gleich noch durchsuchen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Dann wissen wir auch, ob wir da drin vielleicht irgendwas finden, was wir noch brauchen könnten. Wie sieht es denn mit den Nahrungsmitteln aus? So, ich muss mich erst wieder eingewöhnen jetzt, Freunde. Ich komme gerade von der Arbeit. War ein stressiger Tag heute. Mal schauen, wie lange ich jetzt noch aufnehmen kann. Denn ich bin schon ziemlich müde. Aber für euch, Freunde, dachte ich mir, nehme ich jetzt noch schnell einen Part auf, damit ich auch morgen eine Folge veröffentlichen kann. Achso, ich dachte, hier wäre eigentlich eine Höhle als Übergang. Wo sind wir dann jetzt? Ach, im trostlosen Marschland. Okay. Im trostlosen Marschland sind wir soweit schon fertig. Dann gehen wir doch, wie geplant, zu dem Gebäude zurück und werden dort die Nacht verbringen. Genau. Ja, die Folgen sind weiterhin noch etwas kürzer, Freunde. Wenn ich es zeitlich wieder schaffe, werden es natürlich wieder Stundenparts werden. Aber jetzt momentan ist eine ziemlich stressige Zeit für mich. Daher werde ich hier nur halbstündige Episoden vorbereiten können. Manchmal etwas länger. Mal schauen. Jetzt gehen wir zurück zu dem Haus. Denn es wird dunkel, dort werden wir schlafen. Dann hoch wieder zu unserer Basis und von dort können wir dann alles zusammenpacken und weiterziehen, beziehungsweise zurück zum Rätselsee. Dort das restliche Zeug abholen, was wir dort gelagert haben, und zum Katerdamm transportieren. Und von dort aus werden wir dann einen neuen Plan erstellen, wie wir weitermachen. Ob wir dann schon Munition schmieden gehen oder ob wir noch vorher ein anderes Gebiet machen, das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist. Bis dahin ist es ja noch ein weiter Weg. Und was mich jetzt interessieren würde, welchen Tag wir sind. Ah, Tag 100, schön. Haben wir schon 100 Tage überlebt, Freunde. Schön. So, die nehmen wir mit. Brennholz haben wir hier schon gesammelt, also können wir hier durchheizen die Nacht. Schauen wir noch mal kurz. Ja, Holz haben wir genügend. Und hier wäre auch noch was, das könnten wir eigentlich noch zerlegen. Vielleicht ist ja was drin. Tatsächlich, Brandbeschleuniger und ein Holzbrikett. Gut, dann machen wir jetzt ein Feuer. Wir werden hier schlafen. Ja, nehmen gleich einen Brandbeschleuniger, ist egal eigentlich. So, das Altholz als erstes. Die Kohle. Gut, mehr geht nicht. Sack auslegen. Dann müssen wir jetzt was essen und was trinken. Das hier. Das hier. Die könnten wir sogar kochen.
starken Sturm. Aber zum Glück haben wir das Feuer. Ja, ich muss hier leider so viel essen an der Stelle, weil wir dürfen auf keinen Fall den Bonus verlieren, bevor wir nicht im Katerdarm sind. Da ich ja hier eine größere Menge Ausrüstung gerne abtransportieren möchte. So, 11 Stunden Feuer, dann kommen wir hier gleich mit 6 Stunden schlafen, würde ich sagen. Okay, dann nochmal 6 Stunden. Jetzt erlischt uns das Feuer, oder? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ach nee, ist sogar noch. Cool. Und wir haben Tag. Gut, wie viel Gewicht haben wir denn? Das passt, da können wir zumindest hochklettern. Die müssen wir unbedingt demnächst reparieren. So, dann nehmen wir hier das Zeug noch mit. Das. Das. Und machen uns auf den Weg zurück. Dann werden wir jetzt hier über den Birkenwald gehen. Vielleicht können wir hier noch Birkenrinde sammeln. Das wäre eigentlich auch cool. Nehmen wir hier das Fell noch mit oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Aber wir haben eigentlich keine Zeit mehr, das zu trocknen. Aber wir könnten es ja eigentlich auch im Katerdamm trocknen. Ja, nehmen wir es mal mit. Nehmen wir es mal mit. Früher oder später werden wir es brauchen. Jedoch weiß ich nicht, wie viel Haltbarkeit das verliert, wenn wir das im Rucksack mitschleppen. Gewicht haben wir noch frei. Ja, da geht noch einiges. Können wir noch solche sammeln. Brauchen wir für den Rückweg auch eine große Menge an Nahrung. Dann werden wir das wieder einstellen mit dem Essen. Nur wenn wir uns erholen wollen, werden wir dann wieder Kalorien aufnehmen. So, sind hier noch mehr. Da drüben sind immer noch die Wölfe. Aber da ist auch nichts sonderlich Spannendes, da werden wir nicht drüber gehen. Ich würde gerne so viel als möglich hier noch von den Rohrkolbenstängeln mitnehmen. Welche. Schön, schön, schön. Ich bin dann schon gespannt, wie es uns gehen wird, wenn wir das Spiel auf Eindringling spielen. Mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich meine, hier schwer ist schon in manchen Situationen ziemlich herausfordernd, vor allem am Anfang. Aber auf Eindringling ist es dann nochmal ein ganzes Stück schwieriger. Vor allem, weil wir auf dem Schwierigkeitsgrad dann auch keine Werkzeuge finden und alles selber herstellen müssen. Das wird ziemlich krass, Freunde. Aber ich denke, nach dem Let's Play hier werden wir als erstes die ein oder andere Herausforderung spielen. Ich würde auch gerne den Darkwalker Let's Playen. Mal schauen. Ah, jetzt sind wir nicht über den Birkenwald gegangen. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, wie gesagt, bin schon ziemlich müde. Leider, leider. Da hoch. Geht's da auch irgendwo hin? Mal schauen. Dann werden
wir raus wollen, müssen wir weiter hier lang laufen. Nee, hier ist eh Ende. Hätte mich jetzt schon gewundert, wenn da oben was gewesen wäre. Gut, dann müssen wir hochklettern, dann sind wir wieder ziemlich erschöpft. Ich hoffe, das geht sich in einen Rutsch aus, dass wir auch gleich nach Hause kommen und zusammenpacken können, damit wir hier abreisen können. Sollten wir hier jetzt noch etwas Rinde mitnehmen? Ich schaue mir noch kurz Zeit ab, ja. Könnte ja auch in manchen Situationen gewinnbringend sein. Wenn wir einen Tee haben, der im Zustand Gesundheit regeneriert. Aber wie es ausschaut, ist hier nichts. Hier ist eine. Zwei Stück bräuchten wir, dann können wir einen Tee machen. So, da hinten ist der andere Hirsch gewesen, den haben wir schon rausgenommen. So, eine Rinde noch. Sehen wir es? Da liegt eine, oder? Ja, perfekt. Mehr wollte ich ja schon nicht. Dann schauen wir jetzt noch, wo es da hinten hingeht. Und dann werden wir hier das Seil wieder suchen, um hochklettern zu können. Wohin der Weg führt. Ah, hier haben wir zumindest noch Urfolgen. Und ein Birkenschößling. Sind auf jeden Fall nützlich, wenn wir Pfeile herstellen wollen. Wir hätten ja genügend Pfeilspitzen. Ups, das wollte ich mitnehmen. Mein Gott, wie viele hier sind. Aber ist auch gut so. Denn jetzt, wo wir den Bonus halten wollen, brauchen wir so viel zu essen. Okay, das war's. Dann ab zurück. So, ich hoffe, wir finden jetzt gleich wieder den Weg nach oben. Aber er müsste eigentlich hier wo sein, oder? In der Nähe vom Wasserfall, oder? Die Seile, die von der Klippe runterhängt, die sind noch nicht immer ganz so gut. Ah, hier ist es. Das Seil, hier muss das andere sein. Genau, perfekt. Wir haben immer noch nicht die Kiste gefunden. Genau, die wollten wir auch noch machen. Die muss dann da wo sein, wo der, also hier den ersten Teil hochklettern und dann beim zweiten Abschnitt muss die Kiste irgendwo sein.
Eindruck. Dank den Klettereisen werden wir hier überall in einen Rutsch hochkommen. Aber ich hoffe, wir ermüden nicht zu stark, damit wir beide Abschnitte an einem Tag schaffen. Ich denke, das geht sich aus. Gut. Schön. Wir haben es geschafft, alle. So, hier muss dann, so schätze ich mal, die Kiste sein. Da ist das erste Seil, da ist das zweite Seil. Das hatten wir ja durchsucht. Oder ist der Hinweis das Seil? Das kann ja auch möglich sein, dass da nichts versteckt ist. Hinweise. Aber welcher war das jetzt? Das war die hier. Das ist praktisch, dass wir das Seil auf der Karte als Punkt markiert bekommen haben, das könnte auch möglich sein, dass das hier der Hinweis ist. Hatte ich bis jetzt zwar auch noch nie, denn ich hatte bis jetzt immer Schließkassetten, die man öffnen kann. Ja, dass es hier auf dem Vorsprung ist. Da jetzt nicht ab. Wenn wir da jetzt abgestiegen wären, hätten wir nicht mehr weiterklettern können. Denn ihr seht, wie wir jetzt ermüden. Wir werden das von hier nochmal abchecken. Wenn wir hinunterschauen. Mein Gott, was für ein schwerer Weg. So, ist hier auf der Ampel was? Sehen wir jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich liegt die Schließkassette wirklich da oben. Wir können jetzt nicht mehr runterklettern, da wir zu erschöpft sind. Ich denke, die lassen wir einfach. Schade. Das sieht auch cool aus. Was Neues in dem Spielchen her. So, ich würde jetzt gerne einen Rutsch nach Hause kommen. Und wir sind schon ziemlich am Ende unserer Ausdauer. Moment. Hier würde es sich eigentlich lohnen, wenn wir den Fluss hochlaufen würden. Dann könnten wir auch mehr Rohrkolbenstängel sammeln. Da wir ja hier runtergekommen sind, kennen wir den Weg schon. Das hier wäre ein neuer Weg, Freunde. Machen wir das so. Wir laufen den Fluss hoch in die Stadt. Wir werden dort die Nacht verbringen und unsere Ausrüstung zusammensortieren, was wir jetzt genau alles mitnehmen werden. Das schauen wir uns dann gut an. Energy drink to
eigentlich nehmen. Aber vielleicht geht es sich ja auch so aus. Ja, Freunde, an der Stelle kann ich hier nochmal erwähnen, abonnieren, liken, kommentieren, bewerten, nicht vergessen, freue mich über jegliches Feedback. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Videos hier, mit meinen Let's Play. Oh, hier finden wir wieder einige, das ist sehr gut. Ist krass laut hier. Ich hoffe, man hört im Video meine Stimme noch. Sammeln hier. Früher oder später brauchen wir sie und sie werden ja nicht schlecht. Das ist das Schöne an den Dingern. Die vergammeln nicht. Hier mit dem Gegenwind rumlaufen, Freunde. Das ist immer nicht ganz so cool. Ich meine, kalt wird uns nicht so schnell, da wir so gute Ausrüstung haben, aber man ist einfach so langsam unterwegs. So, jetzt sind wir schon dabei, jetzt nehmen wir auch alle mit. Falls können wir noch den Energy Drink zu uns nehmen. So, sind wir gleich durch. Hier noch ein paar. Weiter der Straße nach oben folgen. Wir kennen ja den Weg, Freunde. Und auch zu unserer Basis. So, hier werden wahrscheinlich noch mehr, aber hier machen wir Ende und laufen jetzt weiter hoch. Wir haben ja noch gut ein Stück zu laufen. Wir sind total ermüdet, total erschöpft. Aber wir schaffen das, Freunde. So, hier werden mit Sicherheit wieder Wölfe sein. Dann zücken wir vorsichtshalber schon mal die Waffe.
Geräuschkulisse ist schon schön eigentlich. Ich meine, der Wind, ja, er ist ziemlich laut gerade. Aber man hört die Häuser knacken, den Wind, ein Wolf, der gerade einen Hasen frisst. Ja, da hört man tatsächlich Schmatzen da hinten. Soll er ruhig, solange er uns in Ruhe lässt. Ich stört mich ein bisschen weiter. Oh, jetzt kommt er. Er hat schon wieder einen Hasen getötet. Da ist auch einer. Diese Biester. Diese Biester. Die fressen hier alle Hasen weg. Wahnsinn. So. Wir müssen jetzt was essen. Ich würde sagen, 85 haben wir da gesammelt. Mein Gott. Das wird eine Weile reichen, Freunde. Essen wir mit denen jetzt mal die Kalorienreserven voll. Das dauert zwar etwas, aber man kann nicht krank werden davon und man kann so viele essen, wie man will, und man wird auch nicht durstig davon. Also ist es die perfekte Nahrungsquelle, die auch erneuerbar ist, da die immer wieder nachwachsen. Dauert zwar ziemlich lange, aber es ist zumindest etwas, was erneuerbar ist. So, jetzt schauen wir hier mal grob durch. Und 30 gehen rein, okay. Die beiden könnten wir hier jetzt auch auflegen. Aber so lange werden wir natürlich nicht mehr hier bleiben. Wie weit ist unser Bärenfell? 41. Okay. Ja, du musst noch eine Weile durchhalten, Mädchen. Denn ich möchte hier jetzt noch kurz einen kleinen Teil zusammensortieren. Ja, die weiß ich nicht, ob wir beide mitnehmen, denke ich nicht. Da werden wir aber die eine zumindest entladen. Ah, nicht verwenden. Aber wir können hier mal alles rausnehmen eigentlich. Damit wir dann einen Überblick haben über alles. Wir können uns sogar noch bewegen. Mit 57 Kilo. Wahnsinn. So, dann legen wir hier das ganze Holz ab. Das hier, das hier und das hier.
Holz. Schade. Dann legen wir die hier hin. Wir müssen hier noch mehr umsortieren. Und zwar möchte ich mitnehmen die Streichhölzer, die Nahrung, den Kaffee, Wasser. Okay, was legen wir denn hier noch ab? Eine Brechstange. Achso, das geht jetzt nicht. Dann nimm die mal raus. Das. Den Kaffee. Und das Wasser. Jetzt haben wir hier etwas Platz. Das lassen wir hier. Die Säge vielleicht. Das. Den Pfeil zerlegen wir. Wir eigentlich nur die Spitze. Die lassen wir hier. Das, das. Die drei. Das. Den Metallschrott. Hier würde ich nur zwei mitnehmen. Oder eine. Revolver würde ich, die würde ich eigentlich gerne alle vier mitnehmen. Schlafsack, lassen wir den hier. Den Stoff. Das. Okay, Backen nehmen wir sie mal raus. Dann das und das. Und. Ja, das Wasser ist einfach noch so schwer. Und die hier. Wie machen wir das jetzt? Also den Kaffee möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Den Tee. So, jetzt könnten wir eigentlich hier Wasser reinpacken. Jetzt sind wir bei 49 Kilo. Die müssen wir mitnehmen. Was das? Ist auch ganz wichtig. Gut, dann schauen wir hier jetzt mal weiter. Ich möchte die gerne mitnehmen. Die und die. Dafür lassen wir die hier. Den nehmen wir mit. Lassen wir hier, die Birkenrinde werden wir zubereiten. Okay. Dann packen wir jetzt hiervon noch so viel raus, wie geht. Sind über 49 Kilo. Gut, was würden wir denn noch unbedingt mitnehmen wollen? Das können wir austauschen. Oh, wir haben ja die Waffe auch noch, mein Gott. 54 Kilo, oh mein Gott.
I'm not going to be able to carry this load for much longer. Das Blei mal raus. Die Säge. Den hier. Also unter 50 möchte ich eigentlich bleiben, das wäre so das Ziel. Das wäre das Ziel, Freunde. Ach so, wir könnten noch Verbände hier lassen. Noch zwei. Bei 51. Dann die hier. Die beiden da hier, die eh so gut wie hinüber sind. Das gute Schmerzmittel mitnehmen. Und die 44. Das würde reichen. Dann sind wir bei 50,77 Kilo. Dann lassen wir den hier. Nehmen wir das mit. Dass wir wieder einen vollen halben Liter Antiseptikum haben. Ja, wobei 0,3 Liter würden auch reichen. Den würde ich ungern zurücklassen. Zwei Fackeln eventuell. Gut, wir müssen ja noch was essen. Wie schaut es dann aus? Zuerst schlafen, beziehungsweise mal etwas warten, bis es dunkel wird. Gut. Dann gehen wir mal hoch, werden jetzt schlafen. Nächsten Tag, wenn das Wetter gut ist, werden wir uns direkt auf den Weg machen zurück zum Rätselsee mit dem Endziel Katerstaudamm. Dort das ganze Zeug ablegen. Ich denke, dass wir hier bei den Nahrungsmitteln noch eine Kleinigkeit verändern werden. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir all das nicht doch hier lassen und nur die hier mitnehmen. Das ist die Frage. Das Problem an der Sache ist, wenn wir die hier einlagern und später nochmal hierher zurückkommen, sind die alle verdorben und die bringen uns nichts mehr. Wenn wir aber die hier mitnehmen und die hier da lassen, die werden nicht schlecht. Und die wären auch, wenn wir in 20 oder 30 Tagen nochmal hierher kommen würden, noch gut. Das müssen wir jetzt noch überlegen, Freunde. Jetzt werden wir hier an der Stelle mal schlafen. So, noch etwas Wasser. Würde ich sagen, mal 8 Stunden. Schlafen können jetzt. Aber zumindest sind wir jetzt vollständig erholt und können nochmal was essen. Hier den Rest. Das hätte ich eigentlich gerne noch verarbeitet, weil es auch so schwer ist. Gut. Dann noch was trinken.
sind wir zumindest jetzt schon mal unter 50 Kilo. Okay, gehen wir mal. Jetzt sind wir wieder deutlich schneller unterwegs, wenn wir unter 50 Kilo bleiben. Wenn wir da darüber gehen, sind wir so langsam, dass es sich nicht lohnen würde, so rumzulaufen. Dann würde ich jetzt gerne die eine Dose, die beiden noch hier lassen. Dann sind wir bei 49. Jetzt ist die Frage. Lassen das hier. Nehmen dafür noch einen halben Liter Wasser mit. Man müsste sich das jetzt ausrechnen, wie viel die einzelnen Dinge hier Kalorien geben und wie viele die geben. Aber ich denke, zum Beispiel ein Energieriegel gibt 500 Kalorien mit 0,06 Kilo oder 0,10 Kilo ein ganzer. Sind die doch sinnvoller. Dann lassen wir das einfach hier. Ansonsten haben wir hier eh nichts mehr, was wir jetzt unbedingt mitnehmen müssten. Wir könnten jetzt eigentlich noch die Streichhölzer hier mitnehmen und die Federn. Jetzt würde sich das Schmerzmittel auch ausgehen. Sind wir auch noch unter 50? Okay. Aber die nicht mehr, nein. Die sind so schwer. Okay, gut. So lassen wir das, Freunde. Wir werden jetzt das Spiel speichern. Und in der nächsten Episode werden wir uns auf den Weg machen. Zurück zum Rätselsee mit dem Endziel der Katerdamm. Wir haben natürlich direkt beim Rätselsee und dem Gebäude auch noch etwas Ausrüstung liegen, die wir mitnehmen müssen. Bis dahin haben wir aber hoffentlich wieder einiges an Gewicht reduzieren können, da wir unterwegs was essen und trinken müssen. Gut, in diesem Sinne, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu bewerten, zu liken, zu kommentieren, gegebenenfalls zu abonnieren. Freue mich über jegliches Feedback. Ich bin euer WakuLP. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.